Hi, ich bin der Mario. Hi, ich bin der Stefan. Ja, und gemeinsam sind wir die Schwabenchecker. Schwabenchecker, genau. Ja, heute für euch machen wir es schnell, weil wir wollen fahren. Der neue TTRS, ganz frisch auf dem Markt. Wie immer, ab nach hinten. Ja. Checken wir los. Checken wir los. Bis gleich. Ja, kommen wir zum neuen Audi TTRS, 2,5 Liter in Nadelgrau. Die Farbe ist kostenfrei mit dabei. Stefan, komm gleich mal runter zur Auspuffanlage. Hierin erkennt man, dass wir die Sportauspuffanlage extra mit drin haben. Daran erkennt man es, schwarz lackiert. Ja, ansonsten ist die in Silberchrom. Ja. Der Diffuseransatz ist auch Serie, soweit alles. Was wir noch haben, ist eine Rückfahrkamera, die ist nicht Serie, die ist auch extra erhältlich. Ja. Was wir Serie haben, sind LED-Scheinwerfer, überall, auch die Rückfahrscheinwerfer etc. Hier gibt es dann auch noch diese ganz neue Technik, die nennt sich OLED. Ja. Und das kann man dimmen etc. Ist ein ganz tolles Lichtspiel, gibt es jetzt für den TTRS auch optional. Kommen wir zum Kofferraum. Einfach hier drunter greifen, hochdrücken, öffnet sehr weit nach oben diese Riesenklappe. Natürlich ist die Ladekante hoch, weil wir haben hier ein Sportcoupé und ja, wegen der Optik finde ich aber auch gut so. 307 Liter Ladevolumen haben wir hier, werden wir nicht umklappen. Wir haben hier noch, ich sag mal einen doppelten Boden. Wenn man den hochklappt, ist die Batterie hier hinten, wegen der Gewichtsverteilung. Hier haben wir Bordwerkzeug, dann haben wir hier auch das Wanddreieck. Schade, es ist wieder versteckt hier drin. Wenn möglich, holt es doch oben raus, wenn ein Unfall sein sollte, dann kommt ihr schneller ran. Ja, dann müsst ihr nicht rumkruscheln. Ja, wir haben hier hinten noch eine 12-Volt Steckdose. Wir haben auch hier Verzurösen. Zum Umklappen. Einfach ausziehen. Die zwei Hebel bewegen, zack, dann klappt es um. Hier haben wir noch den Anschalthaken für den Kindersitz. So, dann haben wir hier über 700 Liter Ladevolumen. Ich finde, da geht schon ordentlich was rein in die Kiste, gell? Also, ja, zum Skifahren langt's, weil wir haben Allrad, wir können in den Schnee fahren, wir brauchen keine Angst haben, weil Quattro, ja? Ja, LED-Lichter haben wir rechts, links. Jetzt würde ich sagen, gehen wir ab nach vorne, wie immer. Bis gleich. Ganz einfach aufzumachen. Die Scheibe geht automatisch auf. Passt hier bitte auf. Versucht nicht immer mit der Scheibe die Tür auf und zu machen, weil auf Dauer wird die sich bewegen und dann gibt es Bewegung darin und dann wird sie vielleicht undicht. Ja? Also guckt, dass er versucht, immer am Rahmen die Tür zu heben. Ja, kommen wir schön zur Rücksitzbank. Ich nenne es eher mal vergrößerter Kofferraum. Also hier dürfen Kinder bis zu 1,40 Meter oder Personen bis zu 1,40 Meter sitzen. Ach, bevor ich es vergesse, ihr könnt das natürlich alles wieder in 360 Grad anschauen. Ja? Isofix. Danke, Stefan. Ja, Isofix. Wirklich sehr einfach gelöst, ohne irgendwas kaputt zu machen oder zu verkratzen. Einfach hier das Plastik wegmachen. Also super leicht zugänglich. Einhaken. Also wirklich toll gemacht. Von hier hinten, ja, sonst nicht viel zu sagen. Wirklich viel Platz habe ich nicht. Auf Dauer wäre das nichts. Also 1,40. Jetzt würde ich sagen, gehen wir schnell ab nach vorne. Bis gleich. Ach halt, eins vergessen. Easy Entry Sitze gibt es nicht. Die fahren nicht nach vorne. Das heißt, wir müssen so raus. Jetzt gehen wir vor. Kommen wir zum Armaturenbrett. Stefan, komm schon rein zum Lenkrad. Wenn ich hier auf Start drücke, dann geht das Fahrzeug an. Dann läuft einmal mit diesem kompletten LCD-Display der Zeiger rum für die Drehzahl. Und der wird dann auch nachher farblich grün, orange, rot abgestimmt, wenn wir in den Begrenzer fahren. Ja, das Lenkrad ist aus dem R8, das ist Serie, mit diesen zwei Satelliten, Start und Stopp. Hier Drive Select, da kann man dann, wie gesagt, die Fahrmodien verstellen. Und wie gesagt, wir haben hier View, wir können hier das Navi einstellen, wir haben hier laut, leise, wir haben hier die Sprachfunktion, Telefon. Speed Limiter haben wir hier, Tempomat, Höhe und in Tiefe verstellbar, alles Serie. 7G S-Tronic nennt sich bei Audi, das ist Serie, das gibt's auch, es gibt auch nur das, es gibt nichts anderes. Nicht so wie beim alten, wo man die Wahlmöglichkeit hatte. Wir haben hier Carbon-Applikation, das ist wirklich Carbon drin. Das kostet zwar richtig Geld, sieht aber bombastisch aus. Ansonsten wäre hier Alu-Dekor drin. Ja? Hier können wir noch Navi etc. einstellen. Wir haben eine elektrische Bremse. Ja. Kommen wir zur Klimaautomatik, die ist Serie. Und zwar ist es alles hier über diesen Rädchen verstellbar. Das finde ich wirklich, wirklich toll gelöst. Sieht optisch sehr gut aus und funktioniert auch sehr gut. Ja, kommen wir kurz zum Handschuhfach. Nicht wirklich groß, das Nötigste passt rein, aber wir können den Airbag ausschalten, wenn wieder ein Kind auf dem Beifahrersitz sitzt. Und halt die ganzen SD-Karten können wir ja noch einschieben, CD-Schacht haben wir hier noch. Ja, und
Es ist abschließbar und es ist auch beleuchtet. Integralsitze sind Serie mit diesem Leder. Das kostet wieder extra. Ansonsten haben wir diese Leder-Alcantara-Kombination. Die Sitze sind ansonsten manuell. In dem Fall hier sind sie elektrisch. Das kostet auch wieder extra. Ja, wir haben noch Regensensor etc. Das ist auch Serie. Sitzheizung ist Serie. Die ist auch hier versteckt. Da habe ich erst mal lange suchen müssen, wo die überhaupt ist. Aber finde ich auch gut gelöst. Außenspiegel sind elektrisch einstellbar und beheizbar. Das ist auch Serie. Und ansonsten einklappbar kostet wieder extra. Hier haben wir wieder ein bisschen Carbon und Alcantara und Leder. Also ist wirklich von der Haptik wirklich toll gemacht. Ja, jetzt würde ich sagen, gehen wir ab vor zum Achscheck, zum Frontcheck, zum Motorcheck. Bis gleich. Kommen wir kurz zum Fahrwerk. Natürlich haben wir autotypisch hier Quattro serienmäßig an Bord. Jetzt in dem Fall, ja, leider Winterreifen, ja, man sieht es. Ansonsten sind hier 19 Zoll drauf in 245. Alugussfelgen sind das. Zur Bremsanlage, wir haben hier eine 8-Kolben-Bremsanlage drin. Festsitzender Sattel, aber schwimmend gelagerte Bremsscheibe. Das sieht man daran, hier an diesem Rand hier, da sieht man, dass die nochmal extra schwimmend gelagert ist. Ja? Wie gesagt, wie sie bremst, kommen wir nachher noch zum Fahrcheck. Das ist jetzt ein optionales LED-Matrixlicht. Es gibt auch das serienmäßige normale LED-Licht. Das Matrixlicht ist ein tolles Licht, das dann natürlich auch den Vordermann ausleuchtet, der dann automatisch das Fernlicht ausschaltet, wenn Gegenverkehr kommt etc. mitlenkt. Also die Technik heute ist echt Wahnsinn. Ja, also wirklich tolles Licht, kostet aber extra. Nur das normale LED ist Serie. Die Front, ich muss sagen, wirklich genial. Bullig, hier außen kantig, also das sieht wirklich toll aus. TDRS, muss so sein, ja. Also wenn ihr das im Rückspiegel seht, macht Platz, weil der ist wirklich schnell. Schnell, ja, apropos, der läuft 250, optional für 1500 Euro kann man das sich ausprogrammieren lassen. Dann läuft er 280, ja. Das nennt sich Single Frame. Wieso Single Frame, hat mich schon mal vor kurzem jetzt jemand gefragt, sogar ein guter Freund von mir. Weil es ein Teil ist, das heißt einzeln, singeln wie eine Person, also deswegen Single Frame. Und dass jeder weiß, hier ist Quattro drin, das heißt Allrad. Dann haben wir hier Optionspaket schwarz, das heißt, das ist alles in schwarz gehalten, schwarz glänzend. Und die Option gibt es dann auch noch in der Chromoptik, in der Chrom, sorry, sondern in Alu-Optik. Ja? Jetzt würde ich sagen, gehen wir zum Motor. Ja, kommen wir zum Motor, zu dem Prachtstück nenne ich es mal. Wir haben hier einen 5-Zylinder, 2,480 Liter Hubraum. Jetzt ist es richtig, gell, Stefan? Wir haben 480 Newtonmeter, wir haben 400 PS. Der Turbo peitscht 1,35 Bar Ladedruck rein. Zum Vorgängermotor ist der über 25 Kilo leichter geworden. Ja, sie haben mehr Aluminium verbaut etc. Also weniger Gewicht und mehr Leistung. Gut gemacht, Audi. Umdrehungen liegen an. Bei 1,7 bis 5,840, da ist die meiste Kraft da und er bewegt 3,6 Kilo pro PS. Also da ist schon wirklich Kraft dahinter. Wie gesagt, da rennt 3,7 Sekunden auf 100. Da ist schon ordentlich was unterwegs. Ja? Um natürlich auch den Klang zu bekommen, hat man hier eine Zündfolge von 1, 2, 4, 5, 3. Ja? Dadurch gibt es auch nochmal diesen speziellen Klang dazu. Ne? Also wirklich toll. Was ich auch gut finde, Raumlüfter, ja, wir müssen nicht heben, keine Stange ausmachen, verkratzen, nichts. Gut gemacht. Was ich auch gut finde, ist, dass man das Wasser hier außen einfüllen kann. Man muss nicht mal irgendwo suchen, dann schwappt man irgendwo drüber oder irgendwas, wirklich nur hier aufmachen, einfüllen. Man kann von Hand den Ölstand messen. Ja, jetzt finde ich, mehr gibt es nicht zum Sagen. Jetzt fahren wir los, Stefan. Ich will nämlich raus hier auf die Strecke. Bis gleich. So, Checker-Freunde, jetzt fahre ich Mario, den TTRS, den neuen, zum Starten. Bremse auf dem Fuß, Startknopf, genial gemacht. Ah, schon cool, der Start-Stopp-Knopf genau am Lenkrad funktioniert. Ja, also schon toll gemacht. Dann gehen wir natürlich auf D und manuelle Schalten. Ja, und dann würde ich sagen, ja, los geht's. Checken wir los, ne? Checken wir los. Also. Spannend. Fünf Töpfe, los geht's. Ja, genau. Hat ja auch DSG. Ja. Okay. Also DSG? Gibt's nur so. Gibt's nur als DSG. Boah, das ist schon geil, oder? Ja. Ey. So ein Klang kann halt nur ein 5-Zylinder haben. Oh. Echt toll. Ja. Echt toll. Bam. Oh. Und das Typische beim DSG, dieses Rausfurzen beim Schalten. Ja. Ja.
Das macht er richtig gut. Liegt gut auf der Straße. Jetzt ist natürlich ein bisschen blöd, weil wir Winterreifen drauf haben. Ja, muss man halt einen Kompromiss machen und mit Kopf fahren. Ja. Du merkst, müssen wir was von Allrad bringen. Oh ja, also können wir froh sein. Sitze sind gut, absolut bequem, sind Integralsitze, weil Kopfstütze integriert. Ne? Ja, dann haben wir unseren Satelliten hier die verschiedenen Fahrmodi nochmal einstellen können. Also das Lenkrad mit Alcantara aus dem R8, das gleiche Lenkrad. Liegt toll in der Hand, abgekantet. Ja, ja, es kommt schon ein bisschen so Rennsportflair auf mit dem Lenkrad. Also der pfeift schon vorne, ne? Also 0 auf 100, wie viel Sekunden? 3,7. 3,7 0 auf 100. Ja, der zeigt mir dann auch Leistung an, Drehmoment, einen Boost hat er noch. Also schon gut gemacht. Sonst ergonomisch sitze ich wirklich sehr gut. Ja, das hier wird es halt ein bisschen enger damit, aber es ist halt auch nicht großes Auto, gell? Und wir haben Schaltpedals, gell? Ja. Ja, also macht er gut. Schön mit Zwischengas. Ja, also. Ist geil. Super. Also, es knackt nichts, er liegt gut. Die Stahlbremse reicht aus. Also, ich brauche keine Keramik. Verbundbremsscheibe. Ja, ist halt immer die Frage, was man halt will. Ja. Also ich denke, für den Normalverbraucher reicht Stahl völlig aus. Absolut. Also wenn man nicht gerade Rennstrecke will. Ja. Also ich könnte einen Ticken einen stärkeren Punkt haben. Bremspunkt. Okay. Man muss schon einen Ticken reindrücken, dass die Leistung kommt. Das macht doch gut. Ja, wenn wir es noch gleich sehen. Jetzt bremse ich mal runter. Also, das macht er wunderbar. Macht er einen Ticken mehr einen Punkt. Okay. Klasse, oder? Also dieser 5-Zylinder, das klingt richtig gut. Dann noch Klappe offen. Ja, Start-Stopp haben wir aus. Gibt's auch. Serie. Die Sitzheizung ist ja auch Serie. Haben wir aber alle schon im Innencheck schon erwähnt. Ja, und man kann auch leise fahren, wenn man die Klappe zumacht. Ja, Auspuff. Wendekreis 10,9 Meter. Sieht man einmal frei rum. Okay. Ja? Ist schon toll, oder? Absolut. Also wird der Durchzug auch wirklich, wirklich gut gemacht. Hat auch kein Leistungsloch. Ein Ticken, ein kleines Leistungsloch hat er, merkt man so. Okay. Aber dann pfeift das Ding nach vorne. Unmöglich. Würde ich gleich mal erfahren. Ja, das geht's. Herr Maus, ich finde das auch gut gemacht hier. Ja. Das würde ich mal sagen, das darf mal der Stefan einsteigen. Wechseln wir mal, oder? Wechseln wir mal. Bin mal gespannt. Ich freue mich. Ich will aber nicht mehr raus. Nein. Jetzt komme ich. Bis schon. Also falsch. Nix. Also, bis gleich. Bis gleich. Ciao. Ciao. So, Schwabenchecker Stefan, darf ich den Audi TT RS fahren? Ja. Sind wir mal gespannt. Ich bin jetzt noch im Komfortmodus. Ja, die Klappe ist zu. Der Sound, ja, schön leise, angenehm. Ja. Ja, also geht auch. Jetzt gehen wir mal auf diesen Drive Select Dynamic Modus. Und gleich schon mal, klären wir ein Stück auf. Man hört es gleich. Und jetzt kannst du noch. Und jetzt drückst du noch. Zack, Fahrstufe einlegen. Aha, Drehzahl geht gleich ein bisschen hoch. Ja. Und los geht's. Und Klappauspuffanlage aufmachen. Jawohl. Nicht Klappen. Sportauspuffanlage. Ah, ich habe das tolle Lenkrad jetzt auch noch. Man merkt schon, dass es vom R8 ist, also sehr sportlich ausgelegt. Meine schöne Schaltpelz, ja, die ich ja so liebe. Eine zweiflutige Auspuffanlage, ne? Ja. Kennen wir schon. Und los geht's. Er geht schon vorwärts, gell? Ja, macht schon Spaß. Junge, Junge, nur. Dann Unterschalter. Jetzt war aber mehr schnell. Ah, schön mit Zwischengas, das liebe ich einfach. Ja, das ist. Und das, dieses DSG-typische Knalle beim Schalter macht einfach Spaß. Ja, das ist schon super. Mir fehlt ein Haltegriff hier, merke ich gerade. Blöd, also ich habe mich gerne hier oben fest. Okay. Der fehlt mir, fällt mir gerade auf, weil ich ins Leere gleich. Ach, das fällt mir jetzt als Fahrer nicht so auf. Du hebst ja am Lenkrad. Ja, von der Bremse her, das stimmt, der Druckpunkt, da könnte man ein bisschen eine schöne Rückwandlung haben, es fühlt sich relativ weich an. Ja, genau. Bremse tut es gut, aber es könnte ein bisschen besser Bremse tun. Bremse gut, aber die Rückwandlung wünscht man sich ein bisschen mehr auf dem Pedal. Ja. Das ist schön gemacht hier. Ja, liegt gut, ist jetzt dieses Stahlfahrwerk, Herr Mario? Sportfahrwerk, genau. Es gibt ja noch dieses. Das verstellbare Fahrwerk. Genau. Also wir haben jetzt hier keine Möglichkeit, das Fahrwerk zu verstellen. Nein. Das kostet wiederum Aufpreis. Ja. Und dann liegt er halt im Sportmodus noch härter. Direkter. Aber so von der Auslegung her. Also schon. Ja, schon ziemlich direkt ausgelegt. Das reicht. Ja, so unterschalten. Jawohl. Das macht schon richtig.
viel Spaß. Absolut. Ah, ich habe den Knopf gefunden, wo die Wangen zusammengehen. Ah, okay. Yeah. Gut. Da das kleine Hebelchen nach oben drücke. Okay. Jetzt hat sich zusammengequetscht. Ah, schon einfach schön. 5 Zylinder. Super, gell? Echt toll. Also mit dem Turbo-Sound, das hat ja schon gut gemacht. Hört, gell? Hört, wie sie schön pfeifen. Ja, und vorne macht es hin, macht es schön dezent. Kostet extra, ja, aber ist auch mit an Bord. Aber hallo, bei dem Musikersound, die Klappe rausschrauben. Wer braucht denn da eine Musikanlage? Weg. Du machst die Klappe auf, dann hast du die Musik. Ja, bei uns ist Musikanlage hier, da ist ein Auspuffzeichen drauf, das ja, nennen wir das da. Da brauchst du kein Radio. Vergiss es. Das ist eh immer aus. Genial, hä? Ja, hast du das gesehen? Mit Touch. Ja, nur mit Touch? Und wieder aus. Ich kann Knopf suchen, finde ich gut gelöst. Ja, ich habe ein tolles Gimmick. Ja. Also kein Taster für das, ja, die Beleuchtung zum Aktivieren. Ja, also einfach nur drüber wischen. Sehr. Könntest du mal bewegen schreiben. Okay, passt. Also. Super. Schön was. Reicht mir als Fahreindruck. Macht auf jeden Fall richtig Spaß. Auch eine Spaßmaschine, gell? Absolut. Fahren wir noch ein bisschen, oder? 5 Töpfe gecheckt. Ja, ich würde sagen, jetzt gehen wir zum Fazit. Gehen wir zum Fazit. Bis okay, dann. Schade. Bis gleich. Ciao. Ciao. Checker, Fazit zum Audi TT RS. Hat richtig Spaß, macht man wieder, gell, eine richtige Spaßmaschine. Ja, genau. Also, meine Worte. Heute waren wir die Herren der vier Ringe sozusagen. Gell? Herr der Ringe. Ja, genau. Oder so. Ja. Ja, Steuer kostet ja 244 Euro. Ja, das ist eigentlich auch akzeptabel. Ja, absolut. 2,5 Liter Hubraum. Grundpreis liegt bei 66.000 Euro. Das kann man, wenn man sich die Fahrleistung anschaut, ist auch echt ein fairer Preis. Absolut. Kann man nicht sagen. Ja, passt schon. Ja, Versicherung. Ja, ein junger Kerl, der mit 25% fahren möchte, der zahlt 1200 Euro im Jahr für Kasko. Bei SF10 mit 36% zahlt er immer noch 960 im Jahr. Und bei SF20, so in unserem Alter, zahlt man gute 700 Euro mit Topschutz. 10.000 Kilometer im Jahr, ich finde. Das geht, weil er ziemlich niedrig in der Haftpflicht eingestuft ist. Kann man lassen. Was soll ich denn auch noch sagen? Ja, ich sage noch vielen, vielen, vielen Dank als Autohaus Weber hier in Weiderstadt. Also wirklich ganz toll auch an die Person, die das alles arrangiert hat. Vielen, vielen Dank dafür als Autohaus Weber nochmal. Leonberg, Kalf und Herrenberg. Wirklich tolles Auto, so nicht lange auf dem Markt und es macht eine Dinge mit. Ja. Also ihr habt, ja, top. Gigantisch. Wirklich top. Ja, tolles Auto, nichts zu sagen. Das sagt eigentlich alles aus, was wir gemacht haben. Ja, das war's. Genau, ich würde sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ja. Ich wünsche euch schöne Weihnachten oder wir und einen guten Rutsch ins Jahr 2017. Bis bald, euer Schwabenstecker. Ciao. Ciao.